Heute zeigen wir euch ein weiteres Premium-Produkt der Firma AKG, ein Hi-Res Audio In-Ear-Kopfhörer, den N40. Ihn gibt es bereits zu kaufen und liegt ungefähr bei 399 Euro. Der Kopfhörer hat einige nette Features, wie zum Beispiel ein abnehmbares Kopfhörerkabel. Hat den Vorteil, dass man als Android-Nutzer bzw. iOS-Nutzer am Kopfhörer, an der Bedienung, die Lautstärke, den Titel vor, zurück, Anrufannahme und natürlich auch telefonieren kann mit dem eingebauten Mikrofon. Auf der Rückseite habt ihr einen Wahlschalter, I für iOS, A für Android, worüber ihr dann die Steuerung anpassen könnt. Habt ihr zum Beispiel den Kopfhörer an eurem MP3-Player dran, könnt ihr einfach die Kopfhörer abnehmen und das mitgelieferte Kabel benutzen, wo keine Steuerung dran ist. Außerdem im Lieferumfang befindet sich der Flugzeugadapter, ein Trageetui, insgesamt vier verschiedene Ohrstücke, XS, S, M und L, eine Reinigungsbürste und eigentlich das Highlight, verschiedene Klangfilter. Mit diesen Klangfiltern könnt ihr beispielsweise, der Bassboost beispielsweise, die Bässe etwas anheben, der Referenz-Sound für eine neutrale, natürliche Wiedergabe und den Highboost-Filter für stärkere Höhen. Der Tausch ist relativ simpel. Ihr müsst einmal das Ohrstück abnehmen und dann schraubt man einfach nur den Filter herunter und setzt dann den anderen ein. Dies natürlich auf beiden Seiten. Ich habe den getestet, den Kopfhörer. Klanglich fand ich ihn sehr gut ausgewogen. Vom Tragekomfort her finde ich ihn sehr komfortabel. Er hat nicht gedrückt. Man muss halt nur darauf achten, dass man die passenden Ohrpassstücke für sein Ohr einfach herausfindet. Falls ihr mal das Gefühl haben solltet, dass der in ihr nicht kraftvoll genug klingt, einfach ein kleiner Tipp. Er sollte natürlich passend im Ohr sitzen und ansonsten ihn etwas ins Ohr reindrücken. Dann werdet ihr auch gleich merken, dass er deutlich kräftiger klingt. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und gebt mir einen Daumen hoch.